Ja, Leute, wir werden heute mal darüber reden, wie man diese schnellen EBR-Panzer balancen kann, sprich, ja, indirekt nerven könnte. Und zwar würde ich gerne eine Sache ansprechen. Jetzt als Beispiel im Gegnerteam, der EE-100. Ja, ich fahre ein EBR, die Dinger sind schwer zu treffen, vor allen Dingen von schweren Panzern, so wie dem EE-100. Der hat, sagen wir mal, jetzt nicht die allergenaueste Kanone, erstens. Zweitens wäre ich ihm auf einer offenen Map weitaus überlegen. Man könnte ja mal hergehen. Klar, der FV, wenn er mich trifft, dann ist sowieso Schluss und so ein Foch macht auch ordentlich Schaden. Aber ich finde es zum Beispiel ein bisschen unfair, dass, wenn zum Beispiel ein E100 mich treffen würde, dass der nur den Standardschaden von, was macht so ein AP-Schuss, 650, 750, sowas um den Dreh. Man könnte das doch so machen, dass, wenn große Kanonen diesen EBR treffen würden, dass dann nicht der Standardschaden dabei entsteht, ja, sondern, sagen wir mal als Beispiel, der E100 macht normalerweise 750, ne, pro Schuss. Dass, wenn der E100 zum Beispiel so ein EBR trifft, dass dann statt 750 850 als Schaden dabei rauskommt. Jetzt könnte man fragen, ja, aber warum soll das so sein? Beispiel, der hier hat jetzt 500 auf mich Schaden gemacht, obwohl das Scout ist. Man könnte ja hergehen und sagen, so ein E100 trifft ja auch sehr selten. Wenn er mal dann trifft, dann soll er. Hier, ne? Man sieht es ja auch, ne? Der EBR hat mich jetzt zum zweiten Mal getroffen. Ich spotte ja auch mal wieder komplett umsonst, ne? Mein Team hat absolut kein Interesse, mal die offenen Ziele zu beschießen. Der Akku spottet einfach mal wieder umsonst. Ja, man sieht es ja auch, ne? Die Räder von diesem Panzer absorbieren ja auch Schüsse. Ich hätte jetzt normalerweise schon längst tot sein müssen. Bin ich aber nicht. Ja, ich werde jetzt auch das Scouten einstellen. Ich habe auch festgestellt, die letzten Wochen, man scoutet einfach komplett umsonst. Weil weder die Artis noch die Autoloader noch die TDs irgendwo mit eingeaimt sind. Ja, diesen EBR, den ich seit 5000 Jahren am Spotten bin, will ja auch irgendwie keiner rausnehmen. Da hat keiner Bock drauf. Muss man alles selber machen.
Ja. Dann könnt ihr ja überlegen, dass wenn eine große Kanone auf einen kleinen Panzer schießt, jetzt nicht nur beim EBR, auch allgemein bei Scouts, dass da ein bisschen mehr Schaden entsteht, weil die Wahrscheinlichkeit, dass man Schaden macht, ist ja auch sehr gering, weil man ja mit der großen Kanone kaum irgendwie trifft. Kanone hat jetzt gar keinen Schaden gemacht. Also im Prinzip hätte ich ja schon mehrfach tot sein müssen. Ne? Ich meine, wie viele Abpraller habe ich kassiert? Zwei, drei Stück. Beziehungsweise nicht Abpraller, sondern was weiß ich, meine Räder wurden getroffen und so. Und das, ja, was soll ich dir sagen? Auch wenn ich selber gerne EBR zwischendurch fahre, aber auf vielen Maps, so wie Malinowka, Prokhorovka, ist das Ding einfach OP. Oh, Chieftain 0, 113er 0. Ne? So, und was soll ich euch sagen? Es gibt Maps, wo das Ding hier einfach allen anderen das Spiel versaut, ne? Und in letzter Zeit gibt es immer mehr EBR. Also 3 EBR, 4 EBR sind schon teilweise keine Seltenheit mehr. Kommt des Öfteren mal vor. Und das versaut ja auch den anderen Scouts auch irgendwo das Spiel. Und der Matchmaker schickt dich natürlich dann mit dem Scout auf Himmelsdorf raus, ne? Ist klar. Gut. So versucht Wargaming, ich weiß nicht, entweder nur mich oder auch andere Leute zu balancen, indem man dich mit dem Scout auf Himmelsdorf rausschickt. Ich krieg mittlerweile diese Map auch nur noch, wenn ich Arty oder Scout fahre, ne? Das Matchmaking ist so am Arsch, ne? Ich krieg wirklich Himmelsdorf immer nur mit diesen Scouts oder mit irgendwelchen Artys. Wann war ich das letzte Mal auf Himmelsdorf mit einem Heavy oder mit einem E3? Vergiss es, Alter. Diese Map existiert nur, wenn ich Scout oder Arty fahre. Matchmaker ist komplett am Arsch. Könnte Wargaming mal bitte erklären, warum ich immer nur auf diese Map rauskomme? So mit dem E100 echt kriege ich nur Malinowka, Prokhorovka, irgendwelche offenen Maps. Das ist echt erbärmlich, Mann. Macht einfach gar keinen Sinn mehr so. Das Matchmaking macht einfach gar keinen Sinn mehr. Finde ich geil, wenn der EBR so gegen eine Wand fährt, ne, dann bleibt er einfach kleben so. Total geil. Hier, einfach mal einen Jagdpanzerschuss gebounced. Also es ist einfach lächerlich, was dieser Panzer an Bouncer produziert. Ja, benutzt mich als Schutzschild, Brudi. Gar kein Problem. Ich bin gerne dein Schutzschild. Ne? Ich meine, ihr habt letzte Runde gesehen, was das Ding bouncen kann, und ihr habt es auch in dieser Runde gesehen, ne? Ich habe jetzt einfach eine Tausender Schelle gebounced. Hätte nur noch gefehlt, dass der FV hier den Schuss bounced, oder? Das hätte noch gefehlt, Alter. Wirklich. Ja, Matchmaking ist einfach aus der Toilette. Was ist denn mit dem M60er? Warum holt er da nicht den Scout auf der anderen Seite raus? Lol. Der chillt hier einfach sein Leben, Alter. Junge, da ist ein EBR. Möchtest du nicht mit
Ja. Bester M60-Fahrer aller Zeiten, Alter. Er gönnt sich. Er gönnt sich einfach die Artischellen ohne Ende. Gar keinen Bock vorwärts zu fahren, ne? Hier so ein EBR rausholen war zu viel verlangt, oder? Ja, hol dir ruhig die ganzen Arti-Treffer, ne? Ist gar kein Thema, Buddy. So. Gut, der FV mit Hash-Munition hat es dann endlich geschafft. Aber der Jagdpanzer mit AP-Munition, der ist einfach mal an mir gebounced. Und das meine ich so, ne? Also, mittlerweile kannst du vergessen, Scout zu fahren, weil du einfach zu viele Scouts pro Runde hast, auch, ne? Man stört sich ja auch gegenseitig, ne? Jetzt überleg mal. Pro Seite drei, vier Scouts auf einer offenen Map, wenn du mal eine offene Map kriegst, ne? Weil ich krieg ja die ganze Zeit hier so Stadtmaps, ne? Hier, bitteschön, hier schon wieder so eine komische Map. Man könnte meinen, das wäre eine offene Map, aber wo willst du denn hier scouten, ohne aufzugehen? Das da ist komplett offener Fläche. Da drüben stirbst du sofort weg. Oh, und der Rest. Naja. Also ich finde, Matchmaker ist richtig unbalanced, also kaputt. Der Matchmaker schickt dich teilweise auf sinnloseste Maps. Jetzt nicht nur hier mit dem Scout, ich meine allgemein auch, ne? So mit E100 Maus und E3 fahre ich ständig nur auf offenen Maps mit drei Artis. Die Anzahl der Artis, ne, müsste auch reduziert werden. Die wollen ja jetzt die Arti balancen, aber drei Artis sind ja trotzdem zu viel, ne? Die können ja rumbasteln, wie die wollen, aber am Ende des Tages die reine Anzahl der Artis müsste auch mal genervt werden, nämlich von drei auf mindestens runter auf zwei, also höchstens zwei. Was bringt mir das, wenn die da jetzt ein bisschen hier und da runter nerven, aber ich habe trotzdem drei Artis im Gegnerteam und krieg ständig da auf die Mütze. Zumal die eigene Arti dann mal wieder nichts gebacken kriegt, anscheinend. Ja, unser EBR hat sich da mal weggeschmissen auf Ehrenbasis. Unsere Artis haben gar keinen Bock, hier mal rein zu splashen, oder? Die Grille, die da ständig auf ist, die darf auch machen, was sie will. Interessiert sich auch keiner für. Absolutely nobody hat Lust, da auf den komischen Vogel zu schießen, oder? Oh, Himmelsdorf haben wir gewonnen, wie auch immer das funktioniert hat. Ich spotte auch hier gar nicht mehr, weil ihr seht's ja, ne? So, ich bin immer noch bei null Spot Damage, ne? Ich habe da mal wieder voll für den Arsch gespottet, für niemand, also. Kam ja nichts bei rum, ne? Praktisch. Absolut nichts kam dabei rum, als ich gespottet habe. Ja, push mich in die Gegner. Danke dir. Das haben wir auch sehr oft in letzter Zeit. Man wird als Schutzschild benutzt. Ne? Ich komme diesem Typen zu Hilfe und als Dankeschön schiebt er mich in die Gegner rein. Vielen Dank auch. Wargaming, da könnte man sich auch mal was überlegen, ne? Wenn Leute rumgeschubst werden, oder?
Habt ihr gesehen, wie der mich ins Kreuzfeuer rausgeschoben hat? Man könnte ja mal so ein Barometer einrichten, wenn jemand, wenn der mich zum Beispiel schubst und ich werde daraufhin getötet. Ja, fangen wir mal jetzt den FV-Schuss. Also ich muss nicht. Ja, hoffentlich hast du jetzt gut gefressen, mein Freund. Oh, die haben da hinten noch einen FV stehen. Dass ich das überhaupt überlebt habe bis jetzt, ey. Ach Gottchen. Ach Gottchen. Ach Gottchen. Ach Gottchen, ach Gottchen, ach Gottchen. Ja. Naja. Also ich finde hier so einiges unbalanced, ne? Zum Beispiel, dass man mit Scouts mehr oder weniger oft auch Stadtmaps kriegt und genauso umgekehrt mit den Heavys sehr oft die offenen Maps kriegt. Aber das ist ja irgendwo noch das kleinere Problem. Das Problem ist halt zu viele Scouts. Zum Beispiel jetzt auf der Karte ein EBR, ein Manticore und dann was war noch? T100 Light, glaube ich, irgendwie so. Lass mal kurz gucken. Ja, das ist zu viele Scouts verderben die Suppe, ne? Hier. Ein EBR, ein Manticore, ein T100 Light. Ja, das sind schon mal drei Scouts auf einer offenen Map. Was dann wiederum auch deine Möglichkeiten als Scout einschränkt, ne? So, weil bist halt ständig outspotted, ne? Hier, der eine Scout schmeißt sich dann komplett am Anfang weg. Der 10er TD macht keinen Damage. 10er Autoloader macht, ja, so gut wie gar keinen Damage. Die Artis haben mal wieder die offenen Ziele nicht beschossen. Zum Beispiel den EBR des Gegners hätte man locker splashen können, ne, damit er da nicht so lange überlebt. Beispielsweise. Na, dann hast du noch so einen netten Typen hier. Oh, mit dem hatte ich schon mal eine Konversation. IS-7 0 Damage hatte der mal, okay. Thanks for pushing me into enemy crossfire. GG. Ja, nette Leute hat man auch hier, ne, in diesen Randoms. Also ich habe das jetzt in letzter Zeit so oft gehabt, dass du mit dem Scout einfach als Schutzschild missbraucht wirst, ne? Die schieben dich irgendwo ins Kreuzfeuer und dann freuen die sich, dass du den Schuss abkriegst und er Full HP als Heavy. Weil vor allen Dingen, ich kam dem ja zu Hilfe. Ich habe ja gesehen, das ist ja noch das Schändliche da dran, ja. Ich habe gesehen, dass der da von mehreren Panzern umrundet wird oder beziehungsweise umzingelt wird. Und ich denke mir, ja gut, dann helfe ich dem mal. Ich fahre dahin, ich gucke, dass ich dem ein bisschen so den Rücken frei halte und so. Und was macht der? Er schiebt mich einfach ins Kreuzfeuer. Schiebt mich einfach ins Kreuzfeuer. Hier auch schon wieder. Zwei EBR,
auf einer offenen Map. Ich meine, das geht noch, das ist noch irgendwo machbar. Aber ab 3 Scouts aufwärts. Ich würde auch Wargaming vorschlagen, wirklich maximal 2 Scouts und 2 Artis. Die perfekte Lösung für World of Tanks wäre maximal, egal welche Map, maximal 2 Artis und 2 Scouts. Weil alles andere macht einfach gar keinen Sinn. Es ist einfach zu viel. Ne? Oh, ich bin jetzt schon wieder auf. Zum Beispiel, dieses Matchmaking ist noch irgendwo angenehm, ja? Es sind wirklich nur 2 Scouts, 2 Artis, da kann man noch einigermaßen gucken, dass man... Ja, der pusht sich da jetzt ein bisschen tot, der Scout von uns. Warum schießt da keiner drauf? Ja, jetzt mal ernsthaft. Versteht einer mal bitte die Welt, ja? Hier dieser EWR da von denen. Ich will jetzt auch nicht schießen, weil ich bin der letzte Scout, der noch lebt, ne? Wenn ich jetzt drauf gehe, dann haben wir gar keinen Scout mehr. Und keine Ahnung, wir haben zwei, drei TDs, wir haben 2 Artis, wir haben Autoloader und irgendwie hat gar keiner Bock auf das Ding zu schießen, so. Keine Ahnung, Alter. Ich meine, ich könnte jetzt versuchen, auf den zu schießen, aber dann würde ich aufgehen und dann hätten wir hier in der Mitte gar keinen Scout mehr. Ja, und das ist auf dieser Map natürlich dann halt komplett tödlich, ne? Ja, jetzt haben wir den mal getroffen. Jetzt haben wir nur noch 1 Scout gegen 1 Scout. Und ich bin gespottet. Ja, die Map ist auch zum Spotten ein bisschen ungeeignet, oder? Ja. Und? Schießt irgendjemand? Natürlich nicht. Ich krieg diesen Progetto da oben nicht auf. Bin auch sehr nah an diesen Felsen vorbeigefahren. Und das hat auch nichts gebracht. Ja, Ziele sind auf, keiner schießt, ne? Kennt man ja. Fährt ja auch keiner vorwärts, ne? Herzlichen Glückwunsch, Alter.
Also ich habe deswegen fahre ich auch nicht scouten, ne? Ich hätte da im Busch stehen bleiben sollen, du siehst ja, ne? Ziele gehen auf, aber dadurch, dass die Leute hinten in der Ecke hocken, ne, und sich nicht vorwärts bewegen. Jo, bester Mann. Was hat das gebracht, Alter? Ich habe dir da hinten drei, vier Ziele aufgemacht, aber wenn du nicht vorwärts fährst, kannst du auch auf nichts schießen, Brudi. Jetzt hat er freie Bahn, ne? Die Position mit dem AMX 50B ist auch sehr abenteuerlich, ne? Mitten auf dem Feld. Mitten auf dem Feld. Gegner-Arti war auf, unsere Artis waren mal wieder nicht eingeaimt, natürlich, ne? Unser Leopard gönnt sich hinten in der Ecke die AFK-Position. Auch gar kein Interesse mal vorwärts zu fahren, der Bruder. Schießt ja auch irgendwie. Also es versuchen die Artis ja auch noch nicht mal das Ding zu splashen irgendwie, ne? Man könnte ja mal probieren, in die Nähe von dem EBR zu schießen, sodass der verlangsamt wird. Aber selbst das passiert ja nicht. Naja, gut. So, eine letzte Scout-Runde machen wir noch. Also ich würde vorschlagen, also mein Vorschlag wäre, zwei Scouts, zwei Artis maximal. Die Scouts müssen auf zwei beschränkt werden und auch die Artis müssen auf zwei beschränkt werden. Damit das Spiel noch einigermaßen angenehm ist. Ich meine, der Gegner hat jetzt nur noch einen Scout. Irgendwie kriegt man den auch tot so. Ne? Aber sobald drei, vier, fünf Scouts im Spiel sind, dann wird das Spiel halt einfach unspielbar. Ne? Das muss man halt dazu sagen. So, eine YOLO-Runde mit dem EWR 8er Premium. Jungs, Mädels, denkt dran, ich streame auf Twitch. Akku Power Twitch heiße ich dort. Links zu meinem Twitch-Kanal findet ihr unten in der Videobeschreibung. Würde mich freuen, wenn ihr da jetzt mal ein paar Follows da lasst. Wir sind kurz davor, die 9000 Follower zu knacken. Oh, das war ein bisschen zu viel YOLO. Oh, da war aber maximal. Ich bin auch irgendwie voll unkonzentriert, so wenn ich manchmal irgendwie über Dinge nachdenke. Ne? So. Das war ein bisschen zu heftiger. Normalerweise piekst du nur hier, aber ich bin bis da vorne hingefahren. Das war natürlich zu viel, ne? Gut, zumindest haben die jetzt Informationen. Nicht, dass ihr das nachmachen sollt, ne? Aber zumindest haben die jetzt ein paar Informationen, wo die Gegner herkommen. Dass man sich so ein bisschen drauf einstellen kann. Was macht der? Warum seitlich? Warum mit dem Arsch zum Gegner? Hä? Ammo-Rack reparieren, bitte. So kann ich nicht aufhören. Eine saubere Runde muss noch her. Ohne Laberei. Check mal die Links in der Videobeschreibung. Facebook, Instagram. Check mal die Links in der Videobeschreibung. Facebook, Instagram und mein Twitch-Kanal, ne? Die Links findet ihr in der Videobeschreibung.
So, habe ich mein Rheinmetall heute eigentlich schon gespielt? Ja, habe ich. So, nehmen wir mal den T100 Lite. Was habe ich denn heute für eine Winrate hier? Ich habe heute 43 Runden. Manchmal sieht das ja so aus, als würde ich ja nur noch rumbotten, aber das war jetzt eine echt unkonzentrierte Runde. Ich habe heute Morgen seit 6 Uhr gespielt, also so circa 4-5 Stunden gespielt. 43 Gefechte, davon fast 68% Winrate, also so gar nicht mal so schlecht. Gut, zwischendurch habe ich auch mal so eine schlechte Runde, so wie gerade. Soll ja bei den Besten auch mal vorkommen. Überleg mal, ich spiele ohne Platoon-Partner. Fast 68% Winrate ist doch ganz okay. So, wie viele Scouts haben wir denn? Drei Scouts. Ja, jetzt schon wieder. Zwei Artis ist okay, aber drei Scouts ist dann schon wieder eine Nummer zu hoch. Drei Scouts ist echt eine Nummer zu viel, Alter. Das ist zu deftig. Mal eine Frage, warum rotzen denn unsere TDs und Artis nicht? Wir riskieren hier unsere Panzer, um zu spotten. Was kriegen wir als Dankeschön? Feuchten Händedruck. Hallo? Bitte, Alter, rotz doch mal hier hin jetzt endlich. Meine Güte, ey. Trotzdem liegen die Gegner mit den HPs vorne. Wieso das denn? Verkackt unser Team jetzt da hinten irgendwie oder was? Der müsste doch schon längst von unseren Artis kassieren. Den kann man locker splashen, den Typen. Also wir liegen mit den HPs massiv hinten, ne? Wir liegen fast 4000 HP hinten, weil in der Stadt man sich da irgendwie am Tod pushen ist. Ja, blockier mich ruhig, gar kein Problem. Blockier mich ruhig mit deinem EWR. Gar kein Problem, Brudi. Ja, wir haben die 1er Linie verkackt, ne? Weil die Leute in die Mitte gepusht sind, anstatt auf die 1er Linie. Hier, diese Mitte darf man nicht reinfahren. Das ist auf Geisterstadt verboten. Wenn du da reinfährst, stirbst du. Und jetzt haben wir hier die komplette Linie verloren da drüben. Die komplette Linie auf der 1er ist lost. Weil alles, was wir besitzen, mal wieder in der Stadt poppt. Die Mitte ist auch keine Schlüsselposition auf der Map. Das Problem ist, das sind ja auch mehrere Scouts. Das heißt, wenn die mich aufmachen, bin ich sofort tot, ne?
Tja. Nu. Unsere Hearties sind auch nicht eingeaimt. Es fährt auch keiner mit. Ja, so ein Chieftain gehört auch nicht in die Stadt, meine Freundin, nur damit ihr Bescheid wisst. Ne, nur weil jemand einen Chieftain fährt, heißt nicht, dass er Ahnung von diesem Spiel hat, ne? Der Chieftain gehört zu 100% auf die Einserlinie da drüben. Wäre der da am Stehen, hätten wir jetzt nämlich nicht die Einserlinie verloren, ne? Diese ganzen Heavys gehören alle nicht in die Stadt, sondern auf die Einserlinie. Merkt euch das. Du verlierst halt die komplette Map Control, wenn du auf dieser Map in die Mitte fährst. Ich verstehe nicht, dass die Leute das nicht raffen, ne? Das ist echt. Das ist übel, Alter. Das ist maximal übel, Alter, was hier abläuft. Und auch so können wir jetzt nicht aufhören. Eine vernünftige Scout-Runde will ich hinlegen. Mit dem T-100 Lite. Ja, scheiße gefahren, ne? Die Einser-Linie. Ich meine, spult mal zurück, was ich geschrieben habe. Go left, go right. Ja, und von Mitte war gar nicht die Rede. Aber die Leute hören ja nicht zu, wenn du denen Tipps gibst. Diese Einser-Linie da drüben hat uns jetzt den Sieg gekostet. Die ist komplett auseinandergebrochen, weil die nicht besetzt war vernünftig. Offene Ziele wurden auch nicht rausgenommen, ne? Ich meine, der 277er von denen war ewig und 3 Tage auf. Der durfte aber bis zuletzt leben, obwohl der auf offener Fläche stand. Ja, die Spots wurden nicht vernünftig ausgenutzt und vor allen Dingen die Einser-Linie wurde leer gelassen. Ja, eine Scout-Runde machen wir noch, weil so habe ich keinen Bock. Besucht mich trotzdem mal auf Twitch. Akku Power Twitch. Oh, jetzt guck mal hier. Eine Niederlage, zweite und dritte Niederlage. Oh, jetzt kommen die Niederlagen aber reingebrettert, wa? Hier, 10er Badget hat nicht ein einziges Mal geschossen, ne? Wieso schafft man es nicht, mit einer Badget zu schießen, Alter? Was ist denn da kaputt? Ja, ach Gott, das ist schlecht, Alter. Hier, das ist der 277er von denen. Der war permanent offen, ja, aber wurde kein bisschen beschossen von unseren Artis oder TDs oder von sonst wem. Das war auch genau die Ecke, wo ich am Spotten war übrigens. So. Ruckzuck ist meine Winrate auf 63% runter. Ja, von fast 68 auf 63 runter, ne? So. Innerhalb von 3 Runden. Zack, zack, zack. Komm, eine vernünftige Scout-Runde. Ja, auch auf der Map mit 3 Scouts ist auch natürlich Schmutz, ne? Weil du wirst halt auch. Du bist kampfunfähig dann praktisch. Dann kannst du mit dem Scout halt auch nur noch rumgammeln. Weil sobald du dich bewegst, gehst du auf und stirbst, ne? So. Ich habe dann die eine Seite gespottet, bin dann zurück zur anderen, aber. Ja, jetzt zum Beispiel gibt es nur 2 Scouts. Aber dafür 3 Artis. Das ist unbalanced, ne? Immer. Scouts und Artis reduzieren auf 2. Das wäre mein Tipp an Wargaming. Wenn ihr das Spiel balancen wollt, dann reduziert die Zahl der Scouts auf 2 und der Artis auch auf 2. Und wenn die Warteschlange dann länger dauert, dann Pech gehabt. Dann sollen die Leute halt mal von mir aus Heavys, TDs oder sonst irgendwas spielen. Gibt ja auch noch andere Kategorien an Panzern. Man muss ja nicht ständig immer Scout fahren, ne? Auch hier fährt mein Team komplett falsch. Die fahren jetzt alle auf die Nuller-Linie. Und bekanntlich gibt es auf der Nuller-Linie die dicksten. Die dicksten TD-Treffer. Ja, wie immer, nichts und niemand hier eingeaimt, wenn die hier den Scout aufmachen. Weil der hätte locker jetzt tot sein müssen eigentlich. Ich wollte unbedingt diesen EWR tot haben und das hat mich jetzt mein Panzer gekostet, auf jeden Fall. Wie sieht's HP-mäßig aus? Ja, da liegen wir auf jeden Fall mit 2000 HP vorne.
Wir haben 2000 HP Vorteil bis jetzt. Wenn jetzt die Mitte vernünftig bespielt werden würde, hätten wir eine gute Chance, das Ding zu gewinnen. Oh, der holt sich direkt mal eine 1100er Schelle. Unser Objekt 140 hat gar kein Interesse, da mal irgendwie in irgendeiner Art und Weise aktiv mitzuspielen. Und schon verlieren wir unseren HP-Vorteil. Der ist zum Beispiel jetzt komplett AFK, ne? Er sitzt hier und weiß mit sich selber nichts anzufangen, ne? Er will weder spotten, noch helfen, noch flankieren, noch beschießen. Also so wird das nichts. Ein Leopard 1 sitzt da hinten in der Ecke. Also mit solchen 10er Mediums auf einer offenen Map wird das garantiert nichts, ne? Dann hast du hier noch einen Scout, der leben darf, obwohl wir drei Artis haben. Ja, das war jetzt auch von mir ein Fehler, ne? Da den Scout zu jagen auf Teufel komm raus. Gut, aber so ein EBR, der nicht mehr rumflitzt, ist dann doch... Ah, das sieht gar nicht mal so schlecht aus. Wenn die jetzt hier die 2-3 One-Shots rausnehmen und den komischen Scout hier... Kann sein, dass da jetzt so ein FV und eine Grille und so im Wald sitzen und den jetzt hier rausnehmen, ne? Den hier. Da sitzen die im Wald eventuell. Also, guck mal, ne? Wenn der jetzt nicht seinen Arsch an die Front bewegt, ne, dann ist das Ding safe lost, safe. Da die Mitte braucht Hilfe, aber der will einfach nicht mitspielen aus irgendeinem Grund. So, jetzt siehst du, so funktioniert das. Ja, wir liegen aber trotzdem 2000 HP zurück. Ich finde das geil mit der HP-Anzeige, ne? Dass man so ungefähr weiß, was los ist. Ne? Mein Gott, Objekt 140, beweg doch mal deinen Arsch, Junge. Hör doch auf, hier rumzugammeln, Mann. Du bist ein 10er Medium, Alter. Spiel doch nicht das Ding als Jagdpanzer E100. Beweg dich doch mal, bitte. Und unsere Artis sollen endlich mal hier einaimen, wenn mal was aufgeht. Ach, Junge, komm. Guck mal, wo der hinguckt. Der guckt zu unserer eigenen Base. Hallo, vor dir sind 2-3 Panzer. Tu doch mal was für dein Geld. Ja, du verlierst doch EHP, dann tu doch wenigstens was. Mein Gott. Rudi, beweg dich mal bitte. Hör auf rumzustehen, Mann. Dafür wurde der 10er Medium nicht gebaut. Komm. Ja, jetzt flüchtet der oder was? Der sucht den Scout. Ah. Gut, das muss ich zugeben, das war gut gespielt, weil der Scout hat uns sonst die ganze Zeit outspottet. Komm schon, bitte. Hallo, Brudi. Brudi, 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 Bewegung. Guck mal, wir liegen jetzt mit den HPs vorne. Also wenn jetzt nichts kommt, dann verlieren wir schon wieder HP und das ist nicht gut. Bitte, also irgendeiner muss sich doch jetzt... Ja, der Objekt 140 hat die meisten HPs, der müsste jetzt mal spotten gehen, ne?
Vor allen Dingen so, wie der hier steht, ne, kriegt er ja sowieso durch den Busch nichts gespottet. Wenn, dann muss er dann schon in den Busch rein, ne? Also unsere Artis hätten jetzt auch genug Zeit gehabt, eigentlich hier wegzufahren. Ne? Warum auch immer. Nein, also unser Objekt 140 hat gar kein Interesse. Ja, unser Leopard macht das eigentlich relativ gut da, ne? So, jetzt noch ein E100. Ja, zum Abschluss nochmal, wie gesagt, meine Meinung, zwei Artis maximal und zwei Scouts maximal pro Runde und dieses Spiel wäre wieder komplett spielbar und alles wäre gut. Ja, zu viele Scouts, zu viele Artis würden einfach nur die Suppe verderben. In diesem Sinne, meine Damen und Herren, Facebook, Instagram und Twitch-Kanal abchecken. Alle Links in der Videobeschreibung, ja? Wir sehen uns. Danke fürs Zugucken. Akku, Power, Twitch. Und der E100 hat komplett aufgegeben. Man könnte ja auch sagen, ja, dadurch, dass der EBR vom Gegner weggestorben ist, hatten die Leute auch wieder Ruhe. Ja, also der EBR war halt die schlimmste Seuche jetzt in der Runde. Gut, ich habe jetzt meinen Panzer dafür weggeschmissen, aber Hauptsache der ist weg, ne? Dann kann er halt hier nicht mehr rumflitzen und die Leute ärgern, ne? Kann man so oder so sehen, ja? Also, hätte ich mich jetzt nicht weggeschmissen, dann wäre der vielleicht jetzt noch am Leben und würde unseren Leuten das Leben zur Hölle machen, ne? Ja. Alles klar. Akku, Power, Twitch, Facebook, Instagram, Twitch in der Videobeschreibung. Bis dann, ciao.